Hi, mein Name ist Arne. Du bist wahrscheinlich auf der Suche nach einem richtig effektiven, kurzen, knackigen Workout und daher freue ich mich, dass du dieses Video hier angeklickt hast. Hier bist du genau richtig, weil ich zeige dir jetzt ein Training auf der Überholspur und wir trainieren mit den neuen Textilbändern, mit dem Superband aus der Arzt Vitality Serie. Die gibt es in drei unterschiedlichen Stärken. Leicht, mittel ist blau und das Starke. Ich trainiere heute mit dem und was dich erwartet, sind jetzt 7 Minuten Training, wovon wir immer 45 Sekunden trainieren und 15 Sekunden pausieren. Bist du bereit? Ich bin's auf jeden Fall und wenn du Lust hast, machst du direkt mit. So, wir gehen erstmal in die Grundposition. Stell dich mal bitte einmal parallel auf. Schulterbreit greifen. Dann nimmst du das Ganze hier so ein bisschen schulterbreit. Ready? 45 Sekunden laufen ab jetzt. Wir starten durch mit der ersten Übung. In die Squats. Achte hier nochmal auf die Handgelenke, dass die schön gerade sind. Du drückst die mit den Ellenbogen so ein bisschen nach außen und setzt dich mit dem Po weit nach hinten. Einatmen und nach oben wieder ausatmen. Ja, man spürt natürlich den Widerstand des Bandes. Die Schultern werden ein bisschen aktiviert. Versuch den Rücken schön gerade zu halten. Und achte nochmal darauf, dass das Gewicht komplett auf den Fersen ist. Und je nachdem, welches Band du jetzt gewählt hast, ist die Übung unterschiedlich schwer. Wir haben die letzten Sekunden. Achtung, 5. Und einmal lösen. Perfekt. So, jetzt wird's richtig lustig. Und zwar, nimm das Band einmal hinten herum. Komm einmal vorsichtig runter. Achtung, wenn du nach unten gehst. Erste Stufe, einmal hier abstützen. Wir gehen in die Liegestütze. Nächstes Level, du kannst die Ellenbogen auch so ein bisschen durchnehmen und jetzt hast du den Resisted Push-Up. Wenn du sagst, das ist zu easy, darfst du die Füße gerne aufstellen und dann geht's weiter. Alles anspannen und Press. Push. Hier müsste jetzt was passieren. Widerstands-Push-Ups. 45 Sekunden Training. 20 Sekunden haben wir noch. Tief durchatmen. Wenn du nicht mehr kannst, geh auf die Knie zurück. Hände schön stabil unter den Ellenbogen halten. Und die letzten Sekunden. Nie vergessen, Gesicht ist entspannt, dabei lächeln. Letzten Sekunden und einmal lösen. Wir nehmen das Band nach vorne. Du siehst, wir haben direkt fließende Übergänge. Einmal in die Kutscherhaltung. Bei dem Superband kannst du hier jetzt perfekt mit beiden Händen reingreifen und wir gehen ins Rowing. Zieh die Arme gerade ran, eng an den Körper. Füße stabil halten. Wenn du merkst, dass das zu heftig wird, schließ die Beine oder die Füße ein bisschen mehr, dann hast du ein kleines bisschen mehr Band an beiden Seiten. Aufrechter Sitz und zieht. Ja, stell dir nochmal die Länge in der Wirbelsäule vor, Bauchmuskulatur spannt an. Gleiches Prinzip. Bei dem 7-Minuten-Workout sind immer 45 Sekunden Training und 15 Sekunden Break. Letzten. Und danach gehen wir nochmal in den Stand. Wir kommen jetzt zu einer kleinen Muskelgruppe. Komm einmal nach oben, stell dich nur mit einem Fuß rein. Und nimm das Superband mal so, dass du es so im mittleren Unterarmbereich hast. Wir kommen jetzt zum Shoulder Lift. Du drückst nach außen, so als würdest du zwei Gewichte in der Hand halten. Schau mal, wir drehen nach oben und wieder runter. Oberkörper schön stabil. Ja, das ist nicht unanstrengend. Aber wir müssen in den 7 Minuten alles einmal durchtrainieren. Letzten Sekunden. Und schön nach außen. Durchziehen. Hast du Bock auf den Po? Dann habe ich eine gute Nachricht für dich, weil wir machen jetzt gleich rechts und links fürs Gesäß. Die letzten Sekunden. 3, 2, 1. Das war die Schulter. Du kannst den Fuß direkt drin lassen. Nimmst das Band und kniest dich so hin, dass das durch die Beine hier durchgeht. Einmal mit beiden Händen abstützen. Erste Seite, Po-Kick.
Achte darauf, dass das Textilband hier wirklich mittig im Fußbereich sitzt und du nach hinten rausschiebst. Jetzt geht's an die Kiste. Push. Schieben. Ja, die sieht zwar auch easy aus, aber jetzt fängt der Hintern schon leicht an zu glühen. Schulterbereich schön nach hinten ziehen, Rücken ist gerade. Die letzten Sekunden laufen wieder, 10 noch. Und danach kommt der fliegende Wechsel. Und einmal lösen. Nimm den Fuß einmal raus, einmal wechseln, zack, wieder unten durch, in die Grundposition und dann geht's weiter. Kurze Pause noch. Merkst du schon was? Vorletzte Übung. Und go! Achte nochmal auf den Fuß. Ferse schiebt nach hinten gerade raus. Die Bewegung kommt aus dem Gesäß. Halt den Bauch fest. Tief durchatmen. Weiter geht's. Ja, das, was wir auf der einen Seite gemacht haben, müssen wir natürlich auch hier machen. Und jetzt kannst du dreimal raten, was unsere letzte Übung sein wird. Wir haben zwar die kleinen Muskelgruppen jetzt ausgelassen, wie Bizeps, Trizeps, aber wir müssen unbedingt noch den Bauch trainieren. Und einmal lösen. Du darfst dich hinlegen. Geh einmal in die Rückenlage. Wir machen jetzt die Bauchpresse. Und zwar legst du das Superband hier rüber, die Hände in die Schlaufen. Und jetzt geht's nach oben, leicht in den Crunch und die Hände drücken während der Bewegung nach unten. Das ist die Bauchpresse. Halt die Beine stabil und du merkst auch, im Gegensatz zu anderen Bändern ist das Textilband super angenehm zur Haut, schonend. Da zwiegt nichts, angenehm in den Händen. Und wenn du mal geschwitzt hast, dann schmeißt du das Ding einfach mal kurz in die Waschmaschine. Die letzten. Und einmal lösen. Das war unser 7-Minuten-Workout. Ja, wie gesagt, die Textilbänder findest du bei uns im Shop. Alle weißen Infos kommen hier. Und wenn du magst, sehen wir uns in einem der anderen Workouts wieder.